Hallo, herzlich willkommen zur Fortsetzung vom Graphen einer Funktion. Ich möchte hier noch einmal auf die Beziehung x von x, auf dieses Zahlenpaar eingehen, das wirklich sehr fundamental ist. Wir gehen mal kurz davon aus, dass wir eine Funktion hätten, eine lineare Funktion, die da durch 1 und, also durch 0, 1 und 2, 0 geht. Funktionsgleichung hierfür wäre minus 0,5 plus 1, x, sorry, plus 1. Steigung ist minus ein halbes, oder? Auf 1 rüber geht es ein halbes runter, oder auf 2 rüber geht es 1 runter. Und ich bilde jeweils für die Steigung den Quotienten Höhendifferenz geteilt durch Strecke horizontal. Das ist minus 0,5. Und diese Gerade schneidet die y-Achse, oder die f von x-Achse bei 1. Deshalb kann ich hier gerade den Wert direkt ablesen. Das ist auch sonst so, wenn ich allgemein eine Funktion habe vom Typ mx plus q, dann ist dieses q eben immer der Schnittpunkt mit der y-Achse. Und zwar sehe ich das folgendermaßen. Nein, wenn ich für x 0 setze, also dann bin ich irgendwo auf dieser Achse hier, für x 0 setze, dann kriege ich eben stets dieses q zurück. Das bedeutet eben, dieses q, da, also es gibt mir eben gerade schon den Schnittpunkt mit der y-Achse an. Ja, finde ich noch wichtig. Dann auch noch die Nullstelle, die sogenannte Nullstelle. Und hier ein Punkt. Wie findet man den, wenn man ihn jetzt nicht ablesen könnte? Oder? Das ist einfach dort, wo die Funktion den Wert 0 annimmt. Weil ich bin ja auf f von x Höhe 0. Oder? Also ich kann dann so das entsprechende x bestimmen, so dass mein Funktionswert f von x 0 gibt. Also beispielsweise hier in diesem Fall die Bedingung Nullstelle f von x soll 0 sein, wäre hier minus 0,5x plus 1 gleich 0. Das ist eine lineare Gleichung, die ich jetzt nach x lösen kann. Ich rechne plus 0,5x auf beiden Seiten und dann durch 0,5. So, kriege ich 2 Sticks. Und schon dieses 2. Gut, also das ist allgemein so, kann man diese Bedingungen setzen. Wenn Sie für eine Funktion für den x-Wert 0 einsetzen, dann werden Sie den Schnittpunkt mit der x-Achse kriegen. Und wenn Sie quasi die Funktion gleich 0 setzen, dann werden Sie entsprechend eben die Nullstelle, sagt man, ne, den x-Wert erhalten, für den die Funktion 0 ergibt. Also hier y-Achse rechne ich aus mit f von 0. Einfach einsetzen, kommt das raus. Und hier für diese sogenannte Nullstelle, da ist die Bedingung, für welches x gibt meine Funktion 0. Voilà, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.